Schirmaufstellen mit angelegten Ohren eignet sich besonders gut bei Starkwind oder in steilen Geländen. Wenig Fläche, geringer Auftrieb und hohe Pitchstabilität. Bereite dich am besten an einer windgeschützten Stelle vor. Trage den zusammengerafften Schirm zur Startstelle. Sortiere die Flügelspitzen und öffne den Mittelflügel. Nimm zuerst die Steuergriffe auf. Grün für rechts und rot für links. Isoliere die inneren Tragegurte und greife sie mit der rechten Hand. Greife zusätzlich die äußeren A-Leinen mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand. Mit der linken Hand fährst du wie eine Schere mit Mittel- und Zeigefinger oberhalb der Leinenschlösser in die Leinen und schlägst sie ein. Jetzt hast du die äußeren A-Leinen im Beitgriff. Übergebe die inneren A-Leinen in die Beitgriffhand. Die rechte, grüne Steuerleine läuft frei. Lege den Schirm symmetrisch vor dir in den Wind. Impuls über Hüfte und konsequentes A-Leinenheben lässt den Schirm steigen. Dein Körperschwerpunkt ist tief. Führe den Schirm bis zum Zenit und korrigiere mit der freien Bremse. Löse die A-Leinen und drehe dich mit tiefem Schwerpunkt aus. Dank des Beitgriffs lassen sich die Leinen ganz einfach durch Fingerstrecken lösen. Öffne die Ohren. Ist der Schirm sauber geöffnet, beschleunige mit Körpervorlage. Trainiere dieses Manöver zu Beginn im flachen Gelände. Experimentiere mit verschiedenen A-Leinen-Verkürzungen. So findest du die optimale Einklapptiefe für deinen Schirm. Aufziehen mit angelegten Ohren eignet sich besonders gut für steile Startplätze. Durch die geringe Fläche wird ein Überschießen und Aushebeln vermieden. Aufziehen, ausdrehen, öffnen, kontrollieren, beschleunigen und abheben. Aufstellen mit angelegten Ohren eignet sich hervorragend für Tandemstarts. Grundstellung ist wie beim schirmzugewandten Aufstellen. Öffne die Trimmer je nach Windstärke zu 50 bis 100%. Nimm die Steuergriffe wie gewohnt auf. Grün für rechts und rot für links. Isoliere die äußersten A-Leinen und nimm sie in den Beitgriff. Greife zusätzlich die inneren A-Gurte. Die freie Bremse hilft bei Korrekturen in der Aufstellphase. Impuls über Passagier, Pilot führt die A-Gurte und korrigiert den Steigvorgang. Bike lösen, halbdrehen hinter dem Passagier und los geht's.